Still with You von Morgan Moncomble. Es lesen Nora Jokoscha und Sebastian Fitzner. Liebe HörerInnen, dieses Hörbuch enthält potenziell triggernde Inhalte. Falls ihr denkt, ihr könntet betroffen sein, findet ihr unter lübe.de slash still with you eine Triggerwarnung. Achtung! Diese enthält Spoiler für das gesamte Hörbuch. Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Hörerlebnis. Euer Lüx Verlag. An alle Künstler innen und Fürsprecher innen, an die etwas durchgedrehten, die von einer gerechteren Welt träumen. Habt keine Angst zu schreien, um gehört zu werden. Prolog Als ich elf bin, tritt Nana in mein Leben. Es ist mein erster Zirkusauftritt als Nachwuchsakrobatin. Die tiefblaue Kuppel des Zelts ragt hoch in den Himmel hinauf, bedeckt mit Sternen, zu denen unverhoffte Wünsche aufsteigen. In dem gedämpften Licht kann ich das Publikum jenseits der Manege nicht sehen, doch die beeindruckten Stoßseufzer verraten mir, dass es da ist. Und das hat seinen Grund. Alle Augen sind auf mich gerichtet. Konzentriert lasse ich den Reif um mich kreisen wie ein leuchtendes Lasso. Einmal, zweimal, jedes Mal kraftvoller. Dann schwinge ich mich, ein Bein angewinkelt, den Kopf nach hinten geneigt, plötzlich in die Lüfte wie ein Engel, der gen Himmel steigt. Mein ganzer Körper ist angespannt. Die leise Begleitmusik gibt den Rhythmus meiner Bewegungen und meines Herzschlags vor, der in meinen Ohren widerhallt. Meine nackten Beine in den glitzernden, paillettenbesetzten Leggings gleiten wie Seide über den Stahl. Jetzt springt auch meine Zwillingsschwester und steigt neben mir in den Luftring. Emilia ist mein perfektes Ebenbild, angefangen bei ihrem langen kastanienbraunen Haar, bis zu den haselnussbraunen Augen. Mein Herzschlag beschleunigt sich, während ich nur von meinen Oberschenkeln gehalten den Kopf im Nichts wiege. Frei und stolz öffne ich die Arme weit und die Zuschauenden klatschen mir verzückt Beifall. Sie applaudieren mir, Lara Bailey. Emilia streckt mir den Arm zu unserer ersten Zweierfigur entgegen. Bei den Proben habe ich das schon tausendmal gemacht. Ich bin bereit. Doch an diesem Abend ist es anders. Zum ersten Mal taucht Nana auf. Ich sehe sie nicht. Es ist eine kaum wahrnehmbare Stimme, die ich erst später in Erinnerung an das Kuscheltier, das ich als Baby so sehr liebte, Nana nennen werde. Puh, das sieht aber echt gefährlich aus. Weißt du wirklich, was du da tust? fragt sie. Ich verstehe nicht auf Anhieb, was los ist. Meine Hände beginnen zu zittern, mein Herz zerspringt fast. Ein Schweißtropfen läuft mir über die Schläfe. Ich werfe einen Blick hinab ins Nichts unter uns und plötzlich fürchte ich mich. Es gibt zwar ein Netz für den Notfall, aber das ändert nichts. Je größer meine Angst wird, desto lauter wird die Stimme. Du fällst bestimmt. Wir fallen. Du reißt uns in den Tod. Es gibt ja ein Sicherheitsnetz. Alles wird gut gehen. Ich falle nicht. Und selbst wenn, selbst wenn das passiert, würde ich nicht sterben. Stimmt's? Hm, denk an Tante Bertha. Alles war gut und dann mit einem Mal von heute auf morgen, zack! Geh lieber auf Nummer sicher. Bei der Erinnerung an meine Tante erstarrt mein Körper. Meine Tante ist gestorben. Was mache ich hier eigentlich? Was wenn ich nun vor aller Augen abstürzen und zwischen den Netzen hindurchfallen würde? Schlimmer noch, was wenn du Emilia fallen lassen würdest? Was? Nein! Nein, nein! Ich an deiner Stelle würde bis 60 zählen und dabei die ungeraden Zahlen überspringen. Man weiß ja nie. Was? Und wozu soll das gut sein? Alle Blicke sind auf mich gerichtet. Ich muss mich bewegen. Etwas tun. Vertrau mir! Ich gerate in Panik. Was ist hier los? Wie immer scheint meine Schwester meine Gedanken zu lesen und schenkt mir ein beruhigendes Lächeln, während sie auf meine nächste Bewegung wartet. Ich bin nicht sicher, ob ich sie ausführen kann. Soll ich wirklich bis 60 zählen? Ich bin nervös und habe das Bedürfnis, es doch zu tun. Mein Herzschlag hallt zu laut in meinen Ohren wieder. Ich kann kaum atmen. Bekomme keine Luft mehr, gerate in Panik. Lara, flüstert Emilia, sieh mich an. Ich gehorche. Dann wirft sie mir einen Blick zu, den ich sofort verstehe. Du kannst das, ich vertraue dir. Wir beide zusammen. Pa, Unsinn. Tu, was ich dir gesagt habe. Das ist besser. Voller Angst versuche ich, die Stimme zum Schweigen zu bringen. Dann reiche ich Emilia entschlossen die Hand, und wie durch einen Zauber verstummt die Stimme. Wir führen unsere Performance reibungslos durch. Als meine Füße erneut den Boden berühren, fällt die Anspannung von mir ab. Ich kann nur mit Mühe verhindern, mich auf den Sand zu übergeben. Ich habe es geschafft. Ich war phänomenal. Ich bin nicht gestürzt, und das alles habe ich Emilia zu verdanken. In dieser Nacht entschied ich mich, ihr zu vertrauen. Solange sie an meiner Seite ist, kann ich alles schaffen, weil sie meine bessere Hälfte ist. Und ich? Ich bin auch noch da. Ich bin auch ein Teil von dir. Also, sind wir Freundinnen? Ich verlasse das Big Top, das große Zirkuszelt, und gehe in das Benachbarte, in dem die Logen untergebracht sind. Emilia hüpft vor Freude, freut sich über unseren Erfolg, während in der Manege die Jongliernummer beginnt. Ich versuche, die Stimme in meinem Kopf zu ignorieren, doch sie will nicht schweigen. Hallo? Bist du da? Du kannst mich nicht ignorieren, weißt du? Ich bin du. Ich bin nicht sicher, ob Los! Dein Erfolg heute Abend hast du mir zu verdanken. Glaubst du, ich hätte nicht gehört, dass du gezählt hast, wie ich es dir geraten habe? Ich spüre die Hitze in meine Wangen steigen, meine Hände zittern. Stimmt, ich habe tatsächlich gezählt. Nur einmal für alle Fälle. Das ist nicht schlimm. Das tut meinem Vertrauen zu Emilia keinen Abbruch. Die Welt da draußen ist gefährlich für ein kleines Mädchen wie dich. Wenn wir Freundinnen werden, beschütze ich dich. Ich schlucke, fühle mich plötzlich unwohl in meinem roten Trikot. Schließlich gehe ich kein Risiko ein, oder? Im Gegenteil. Gut. Einverstanden. Super. Alles wird gut, du wirst schon sehen. Solange du machst, was ich dir sage, wird alles gut. Alles wird gut. Kapitel 1 Sechs Jahre später. Lara. Ihr findet euer Leben traurig? Vor einer Woche dachte ich noch, ich wäre in meinen besten Freund verliebt. In meinen besten schwulen Freund. Der jetzt mit meinem anderen besten Freund zusammen ist. Ja, ich weiß, in diesem Moment fragt man sich wirklich, wie ich so naiv sein konnte, das nicht zu ahnen. Die Blicke, die sie einander in aller Öffentlichkeit zuwerfen, sind wirklich schamlos. Echt. Manchmal habe ich den Eindruck, sie vergessen, dass ich auch im Raum bin. Ehrlich gesagt, habe ich mich schneller davon erholt als erwartet. Ich freue mich für sie, auch wenn sie in meiner Gegenwart noch zurückhaltend sind. Ambrose will es zwar nicht zeigen, aber er hat noch immer Schuldgefühle, weil er mich hat abblitzen lassen. Aber eigentlich habe ich super schnell damit abgeschlossen. Als ich gesehen habe, wie sehr Matthew und Ambrose ich lieben, habe ich schnell kapiert, dass meine Gefühle für Letzteren mit ihren überhaupt nicht vergleichbar sind. Sie sind wie füreinander geschaffen. Das ist ganz offensichtlich. Und wer auch immer das Gegenteil behauptet, wird mit Marie und Curie, das heißt mit meinen beiden Fäusten, Bekanntschaft machen. Und außerdem passt das eigentlich alles recht gut. Ich habe ohnehin keine Zeit für einen Freund. Viel zu viel zu tun. Wenn man vom Teufel spricht. Während ich den Übungen an meinem Luftring mache, bekomme ich eine Textnachricht von Matthew. Ich unterbreche mein Aufwärmtraining, blase mir eine rebellische Haarsträhne, die sich aus meinem Knoten gelöst hat, aus dem Gesicht und werfe einen Blick auf die Nachricht. Ich vermisse dich jetzt schon. Wie süß, aber ich glaube, du hast dich in der Nummer geirrt.